Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Team Indy mit mir, dem EditDP. Ja, schönen Sonntag und so, ne? Ja, es ist gerade extrem schön. Wollen wir uns nicht noch den Medaillenraum mal anschauen? Was haben wir denn jetzt mittlerweile so alles für Medaillen? Das würde mich mal echt interessieren. Hier fehlt uns eine, das ist sehr schade eigentlich. Ich glaube, die werde ich... Wollen wir nicht noch die Medaille holen? Ich will gerne mal sehen, was passiert, wenn ich mal bei einem Ding alle habe. Alle Commander-Video-Medaillen wären extrem cool. Was mich auch wundert, ich krieg für dieses Spiel sehr wenig Steam-Sammelkarten. Wenn ich das mit anderen Spielen vergleiche, kriegt man da deutlich mehr. Ich glaube, ich hatte bisher hier nur 3 bekommen. Was ich sehr schade finde. Und die Marktpreise sind dafür extrem krass hoch, weil es halt leider ein sehr unbekanntes Spiel ist. So, dann wollen wir jetzt das Horror-Level starten oder wollen wir gucken, wo ich die Trophäe von Commander Video übersehen habe und diese holen. Ich überlege gerade. Wir machen das jetzt. Pass auf, jetzt ist es total das simple, kurze Level. Es grault mir jetzt schon. Okay. Dann los. Moment, was? Moment, da komme ich jetzt so nicht hoch, oder? Nee, komme ich auch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe schon, was das hier wird. Das ist die Bestrafung dafür, dass ich ein zweites Projekt angefangen habe, obwohl ich mir sagte, ey, du machst jetzt nur noch ein Projekt immer gleichzeitig. Nein. Sag mal so, es ist jetzt nicht schwer, dieser Teil. Wenn ich mich ein bisschen mehr gedulden würde, könnte ich hier bestimmt sogar so First Try mäßig durch. Wow, stimmt, da ist ja noch eine Decke. Oh, was? Du blöder Gummiball! Nein! Moment mal! Ich lebe doch! Bazinga! Bazinga! So! Wir machen das jetzt so. So ist es extrem viel angenehmer, als wenn ich ständig da oben gegen die Decke klatsche. Ah, okay. So. Den Teil haben wir. So, jetzt habe ich ja gesehen, dass da noch was ist. Wir spulen hier mal ein bisschen vor. Jetzt müsste ich das, glaube ich, gekriegt haben. Jawohl. Wow. Wow, was? So. Die haben wir. Was? Moment, jetzt mal rein hypothetisch. Wie kommt... Oh, jetzt muss ich ja trotzdem warten. Oh, Mensch. Rein hypothetisch. Wie soll ich da rüberkommen? Ich habe so meine Bedenken immer, wenn ich hier, sagt schon, wenn ich an so ein Seil runterrutschen soll, wenn da eine Wand daneben ist. Hier, ich kann es aber kurz demonstrieren, was ich... Gut, ich habe immer die Befürchtung, dass ich dann auf einmal da durch die Wand fliege, weil das ja schon öfters jetzt mal passiert ist. Ich komme doch gar nicht so hoch. Doch. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Oh Gott. Ja, das ist das Einzige, was Marvin kann. Springen. So, und jetzt wechseln wir hier hin.
Moment. Will ich mit ihm kaputt machen? Ich kann nicht mit ihm kaputt machen. Sehe ich das richtig? Okay. Das wird jetzt interessant. Das wird jetzt sehr interessant. Wie weit schießt du? Du machst so einen kleinen... Oh Gott! Oh, ich verstehe. Oh, ich verstehe. Oh nein. Oh, das wird ja jetzt richtig lustig, was? Ich wusste, es gibt einen Haken an der Geschichte. Angst? Ja, verständlich. Ja. Geil. Klingt nach Spaß. Also Entwickler, hier habt ihr echt eine sehr merkwürdige Art oder beziehungsweise eine sehr merkwürdige Definition von Spaß. Oh Gott, und das Schlimme ist, man konzentriert sich dann immer auf den rechten Schuss und nicht auf den linken. Kann es sein, dass die Schüsse da sogar noch variieren? Von der Weite? Nee. Da täusche ich mich gerade, glaube ich, ein bisschen, oder? Ich glaube, ich täusche mich gerade. Boah, zu früh gesprungen. Upsi. Upsi. Auch sehr lustig, ich kann auf die Gegner stehen. Ich stehe auf sie. So, du machst jetzt den Schuss. So. Hier kann ich stehen, genau. Ja, das ist dann... Ich frage mich, warum es manchmal klappt und manchmal nicht. Vor allem frage ich mich allerdings, ob das Spiel jemand getestet hat. Weil die Abstände wären, glaube ich, echt kleiner. Guckt euch das mal an. Leute. Ich überlege auch schon, ob ich jetzt wieder schneiden soll oder nicht. Nur ich finde Schneiden immer extrem nervig. Weil ich dann mehr Arbeit habe. Und ist es nicht Sinn eines Let's Plays, so wenig wie möglich zu schneiden? Moment, ich habe doch mal gehört, das Spiel soll auf Speedruns ausgelegt sein. Oder war ich das, der das gesagt hat? Dann versuchen wir das mal. Kann man sogar echt schaffen. Man muss sich nur klug anstellen. Okay, wenn man sich klug anstellt, hat man echt Chancen, das hier als Speedrun zu machen. Musst du den Rhythmus haben. Ah, doof. Moment, wie habe ich das eben gemacht? Ich muss da, glaube ich, einen Einzug... Moment, das sei... Ey, das war echt... Also stellenweise sieht das echt gut aus, was ich mache. Muss ich ja mal echt so anmerken. Oh Gott, wäre ich einfach mal nach links gegangen. Okay, Leute, wir schneiden das jetzt mal ganz kurz raus. Ihr seht mich dann, wenn ich da am Ende angekommen bin. Bis gleich.
Oder, nee, wir machen das folgendermaßen. Wir machen das so, ich zeige euch einfach dann nur diesen Run, wo es geklappt hat. Bis gleich. Ja, Leute, hier mal ganz kurz was Kleines. Ich lese mal ganz kurz einen kleinen Kommentar vor. Den Namen erwähne ich diesmal nicht, weil es einfach nur sinnlos ist. Hey Bruder, geiles Video und hast doch ein Like von mir. Ich hätte da eine Frage. Kannst du bitte bei mir vorbeischauen und mir Feedback geben? Also im Sinne, dass du sagst, was ich verbessern soll. Weil, und dann zeigt mir mein Google Mail Dingen schon nicht mehr an. Und bei YouTube kann ich das jetzt über iPhone jetzt auch nicht so richtig lesen. Folgender Grund natürlich, weil es natürlich direkt als Spam markiert wird. Leute, was soll denn so eine Scheiße? Das ist doch einfach nur Schwachsinn, solche Kommentare zu schreiben. Es war schön, dass ihr ein Like da lasst, was aber auch schon eine Lüge ist. Ihr schreibt zwar ein Like, aber dann sehe ich doch eh, dass es nicht da ist. Oder ein Abo schreiben auch immer ganz viele. Solche Kommentare finde ich einfach nur sinnlos. Aber ich würde sagen, wenn ich das geschafft habe, reden wir weiter darüber. Also ihr seht es dann eh gleich. Bis gleich. So, ich habe es geschafft. Jetzt wechseln wir auch mal, glaube ich, liebend gerne nach unserem wundervollen Daske. Oh Gott, und ich sehe schon, worauf es hinaus soll. Oh Gott, was zur Hölle denkt ihr euch? Jetzt mal ernsthaft, was soll denn das? Ja, ich wollte ja jetzt weiter über den Kommentar reden. Ich finde, es war schön, dass ihr kommentiert. Zählt ja auch als Kommentar letztendlich. Finde ich extrem toll. Ja, cool. Aber was ich dann echt nicht leiden kann, diese Feedback-Erhascherei. Ich weiß nicht, was das euch bringt, wenn ich euch da so einen halbherzigen Kommentar schreibe. Ich sag mal so, ich habe ja nichts dagegen, wenn es wirklich ein richtiger Zuschauer mir schreibt. Dann gucke ich auch gerne mal rein, wenn es die Zeit erübrigt. Weil ich bin ja auch so ein Mensch, der nicht immer Zeit hat. Aber das sind ja einfach so Leute, die gucken einfach mal ganz kurz nach Spielen, die jetzt so aktuell gespielt werden. Und schreiben dann einfach unter den ganzen Let's Plays immer Kommentare. Und da haschen sich dann so quasi Aufmerksamkeiten. Das ist einfach nur dumm. So gewinnt ihr nichts. So gewinne ich nichts. Oh, es ist einfach nur dumm. Wie gesagt. So, jetzt muss ich, glaube ich, vorspulen. Moment mal. Ich verstehe. Ey, das wollt ihr nicht. Ey, mit Marvin ist es irgendwie viel angenehmer. Oh Gott. Okay, diese eine Stelle da. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4 und dann warten. 1, 2, 3, 4. So, wow. Oh, jetzt muss ich aber hier trotzdem warten. Weil mit Klonk konnte ich natürlich jetzt nicht so schnell hier durch. Der hat da doch mehr zu kämpfen gehabt. So. Oh, Leute. Oh, Gott. Okay, aber wir haben es geschafft. Und das ist doch das, was zählt, oder nicht? Irgendwie hüpft das nicht. Jetzt so. Oh Gott. Okay, aber das ist machbar. Ist auf jeden Fall angenehmer als der Scheiß, den ich jetzt hier die ganze Zeit immer machen durfte. Hüpfe ich jetzt hier einfach so durch? Kann ich das überhaupt? Ist es überhaupt machbar?
Ja, wenn er auch dann jedes Sprungbrett mitnimmt, dann ja. So, einmal hüpfen lassen. Und vielleicht nicht nach rechts gucken. Nee, aber nochmal, um zum Thema zurückzukommen. Was haltet ihr denn davon? Vielleicht gibt es ja hier auch so ein paar Let's Player, die jetzt hier gerade zuschauen, weil sie wissen wollen, wie man an der Stelle weiterkommt. Findet ihr denn solche Kommentare hilfreich? Jetzt mal ganz ehrlich. Einzige, was es bringt, dass das Video halt mehr geguckt wird, weil es ja dann dementsprechend mehr Kommentare hat. Das ist ja letztendlich nur hilfreich in den... Perfekt. Boah, Mann, jetzt hat mich dieser scheiß Glitch auch noch getötet. Da freut man sich über den Glitch, wisst ihr? Nutzt den sogar noch raus und dann schleppt man da durch. Ja, auf jeden Fall sollte ich den hier vielleicht auch töten, damit Marv dann auch da durchkommt. Weil wie wir wissen, zieht Marv ungern seine Tatzen ein. Na gut, hier bringt mir das nur nichts. Ja, ich will da aber jetzt also so nicht lang. Da will ich dann wieder den Glitch haben. Nicht hier. Ah, so funktioniert der Glitch. Ich habe den Glitch kapiert. Also, wenn man auf so ein in der Nähe eines Sprungbrettes ist, drückt man einfach schlagen. Irgendwie so in etwa habe ich das jetzt jedenfalls immer gemacht. Und jetzt überlege ich gerade, wie ich jetzt hier... Ja, seht ihr, es klappt. Wow. Oh nein. Oh, was? Okay, aber es ist machbar. Ist cool, alles cool. Ist aber jetzt echt getimed, ne? Was? So. Plattform drücken? Ich weiß es gerade nicht. Scheinbar. So. Oh, stimmt ja, ich muss ja jetzt auch noch hier hinterher. Ja, mit Marv kann ich jetzt aber nicht den Glitch machen, glaube ich, oder? Kann ich? Ja, wenn ich ganz oft X drücke? Nee. Passiert da... bei Marv funktioniert ja einfach so scheinbar, okay. Also man kann nur eine bestimmte Anzahl scheinbar auf diesen Dingern springen und dann... ja. Hat man das, hat man den Salat, ne? Wisst ihr, was das Tolle ist? Es kommen nicht mehr viele Charaktere. Ich glaube, es kommt nur noch... Oh ne, doch, es kommen noch so viele. Oh nein. Aber ich muss sagen, mit Marvin ist es hier durchzukommen echt unschön. Mag an der Größe liegen. Und ich frag... Oh, danke. Es ist immer wieder schön, hier diesen Glitch zu haben. Ganz ehrlich. Beziehungsweise Glitch, Bug. Ich bin ja eigentlich gar kein Fan von Bug-Using und so einem Schissel. Aber, hier ist es sowas von angebracht. So, wir warten mal. Das Gespringe geht mir auf den Sack. So. Muss ich gerade überlegen. Die Sache ist doch die, ich muss jetzt mit Marvin hier rüber. Und das ist eine Sache, die ich persönlich als unschön
empfinde. Außer wenn es funktioniert. So, was haben wir jetzt vor? Ich setze die einfach mal hier hin. Nehmen wir den. Oh nein. Ich sehe, worauf es hinausläuft. Moment. Wir nehmen uns einfach mal jeden Vorteil, den wir kriegen können, oder nicht? Moment mal. Kann ich denn? Ja, kann ich. Oh nein! Okay, wir machen es ja nochmal. Ich hab's ja kapiert. Blöckchen, kannst du bitte? Danke. Oh. Wisst ihr, ich find's ja schön, wenn die Blöcke auf mich warten, aber manchmal ist es uncool. Boah. Eigentlich brauche ich ja den Block. Dachte ich, aber irgendwie scheinbar auch nicht. Ich will mich jetzt nicht darüber beschweren. Nur ich muss hier sehr vorsichtig agieren. Und auf jeden Fall nix. Wo fliegt der da? Okay. Interessant. Interessant, dass du das einfach loslässt. Wir merken, wir brauchen scheinbar ein bisschen Platz. Mann, wie mache ich das? So. Also, was heißt, wir brauchen ein bisschen Platz. Wir brauchen, sagt schon, mehr, von wegen Stapeln. Nein! Oh, das ist doch jetzt schon wieder scheiße. Den einen brauche ich noch, glaube ich. So, dich setzen wir mal liebevoll noch da. Aber wirklich mit purer Liebe. Schieß. Danke. Oh! Schieß. Danke. Boah, ich habe schon wieder gesehen, der hat ihn losgelassen. Oh Gott, ich wusste es. Ich habe es schon gesehen gehabt. Oh Mann. Oh Mann. Nein. Memo an mich selbst. Bei diesen Lücken hüpfen wir jetzt dann immer. So. Den setzen wir mal dahin. Den nehmen wir uns mal mit. Weil ich sag mal so, an den Blöcken mangelt es jetzt nicht mehr. Also ich habe auf jeden Fall reichlich noch. Wow, das war jetzt wieder zu riskant. Kommt auf so eine Idee. So, mit ein bisschen Talent kommt man dann auch hier. Oh Gott.
Boah. Moment, wie weit fliegt welcher? Nee, Moment, ich will da rüber. Nee, will ich nicht. Rüber ist dumm. Also, ich will schon rüber, klar, aber... nicht so. Da steht ihr. Oh Gott. Jawohl. Oh. Moment. Nochmal. Ich muss hier auf jeden Fall mit drauf. Weil ansonsten, die da hinten habe ich ja nicht mehr benutzt. Oh, doch habe ich. Aber den da hinten nicht. Ja, ja, setz die ruhig auf mich. Passt schon. Irgendwann holst du sie wieder ab, oder? Wir folgen ihm mal. Drück mich bitte nicht weg. Alter. Ich glaube, es ist doch nicht so gut, dass ich jetzt schon hier stehe. Oh. Oh. Du Arsch. Du kannst mir doch nicht so eine Angst machen. So, mit dem Gezieltsprung sagten wir, genau. Oh, den haben wir. Oh nein! Oh nein! Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich bei Jetas bin. Kurze Anmerkung mal hier nebenbei. Liebe Spieleentwickler, setzt doch bitte hiernach einen Checkpoint. Also, wenn man hier unten diese Reihe durch hat. Weil, die Sache ab Jetas ist eklig. Jetzt mal ganz ehrlich, und gerade wenn man alle Trophäen haben will, das hat ja, das ist einfach nur ein Zeitspiel, sag ich mal, beziehungsweise eine Zeitrauszögerung. Das hat jetzt auch hier nicht wirklich so den Effekt auf mich. Oh, das will ich unbedingt nochmal spielen. Weil das ist so ein Level, das will man einfach nicht nochmal spielen. Weil ich meine, guckt euch das doch mal an! Ja toll, jetzt habe ich das auch schon versaut. So. Versaut, jetzt darf ich hier wieder Ewigkeiten spulen. Das ist kein Spielspaß. Tut mir leid, also, liebe Entwickler, nur ein kleiner Vorschlag von mir, setzt da noch einen Checkpoint rein. Hat nichts mit leichter machen zu tun, es ist einfach nur angenehmer. Weil das will sich hier einfach keiner tausendmal antun. Jetzt merke ich gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße. Ich muss hier aber nochmal hin. Was glaubt ihr, wie oft habe ich jetzt diese Stelle jetzt schon spielen dürfen? Immer wieder sehe ich, nämlich wie diese Blöcke mich dann letztendlich den Tod kosten. Euer Spielspaß könnte mein Tod bedeuten. So, und noch einmal das tolle Ding. Wir sehen uns gleich. Wieder, wenn ich es damit jetzt das geschafft habe, ganz ehrlich. Boah, Alter, das ist doch einfach nur Scheiße. Wisst ihr, Leute, ich sitze jetzt so hier schon gut eine halbe Stunde an dieser Stelle mittlerweile. Und, ja. So langsam könnte dieses Level der Grund sein, warum ich das Let's Play abbreche, weil diese Stelle ist... einfach nur unnötig. Man könnte hier easy measy noch einen Checkpoint oben bei Jetas hinstellen. Vista, und jetzt habe ich schon wieder ganz verbockt. Ja, wow, oder? So, jetzt tut euch das auch mal mit mir ein bisschen an. So, wir spulen hier, spulen da, bla bla bla. Mit ein bisschen Glück wird er uns noch runterdrücken. Nein, tut aber nicht. So, den setzt er jetzt hin. Jetzt sitzt er zwei Blöcke auf mich. Ich kenne schon auswendig.
So, jetzt warten wir hier eine gefühlte halbe Stunde, bis er dann mit den zwei Blöcken jetzt zurückrennt. Da haben wir Block Nummer 1. Und jetzt müsste Block Nummer 2 kommen. Na, komm schon. Wo ist er denn? Da. So, jetzt hüpfen wir ihn hinterher, damit wir es zeitlich super packen. Und jetzt wurde ich sogar noch fast von dem Block getötet. So. Bam. 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 Wow. Ich hab scheinbar noch die Stelle sogar mit Jitters verkackt. Gut, machen wir Jitters nochmal. Warum nicht? Endlich mal. Wow. Jitters kann in dieser Form sterben. Sehr interessant. Das ist echt gerade sehr interessant. So, wir warten natürlich hier ein bisschen. So. Jetzt sollte es vielleicht ein bisschen angenehmer mit Kätzchen werden. Ist das nicht klasse? Wisst ihr, was das Schöne ist? Es kommen noch drei Charaktere. Wir haben noch Mr. Ich spule die Zeit zurück. Wir haben noch Mr. Ich kann nicht richtig fliegen. Und wir haben noch Mrs. Hüpfeball. So, ich mache mir mal ganz kurz eine Zigarette an. Habe ich mir, glaube ich, verdient. So, mal kurz die Energy-Dosen hier beiseite räumen. Ansonsten komme ich nämlich nicht an den Aschenbecher ran und das wäre traurig. Wow! Ach ja, sowas ist auch schon öfters passiert. Ich überlege gerade, ob das so gut war. Ja, okay, scheinbar schon. So, den setze ich jetzt da hin und dann kriege ich wieder Steine auf den Kopf. Also, liebe Spieleentwickler, falls ihr das seht, mein Vorschlag an euch. Setzt da bitte einen Checkpoint hin. Zwar ist es jetzt dann nicht mehr gut genug für mich, weil ich das Level ja dann schon fertig habe, aber für neue Spieler, weil so verliert ihr Spieler, bin ich ganz offen und ehrlich. Was war das denn jetzt? Ich überlege gerade, auf diese Trophäe zu scheißen. Ich glaube, ich scheiße jetzt auch echt auf diese Trophäe. Bringt nur Ärger, sage ich euch. Weil diese Trophäe ist der Grund, warum sich das Ganze hier so hinzieht, wisst ihr? Die Leute sagen immer, spule dort, dann ist es gar nicht so schlimm. Ja, selbst mitspulen ist es scheiße. Es ist zwar schön, das macht das Ganze ein bisschen angenehmer. Aber leider nicht so angenehm. Oh, jetzt wäre ich da noch fast runtergeflogen. Aber leider nicht so angenehm, dass ich sagen würde, ey, ist doch gar nicht so schlimm, das Spiel. Doch, verdammt, das ist schlimm. Ja, jetzt wartest du umsonst, sage ich dir. Moment mal, Miezekatze hüpft zu hoch. Kann ich auch klein springen? Meine ganz kurze Frage. So, ich. Oh. Ich hüpfe so und ich hüpfe so und dann hüpfe ich so. Also selbst der kleine Sprung ist doch schon zu hoch. Oder sehe ich das gerade falsch? Weil noch niedriger mit Jitters, ernsthaft. Wir probieren es jetzt nochmal. Wenn ich dann wieder an der Höhe verrecke. Ja, dann weiß ich auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Erst nur eins, die Folge geht jetzt schon über 30 Minuten, verdammt, ey. Für ein Level. Ich war blöd. Ich wollte damit. So, der war's. Ja, es ist noch zu hoch.
Oh Gott, ich bin zu weit. Nach rechts. So, wir warten hier. Den. Ich meine, selbst mit Yirtas ist es schon zu knapp. Das sollte doch schon eigentlich alles sagen. Noch ein Verbesserungsvorschlag. Setz die Dinger dann bitte ein bisschen höher. Ich meine, das Spiel soll auch für kleine Kinder sein, habe ich richtig gelesen gehabt irgendwie und... Oh, kleine Kinder sind dadurch schnell gefrustet. Ich will eigentlich nur The Walking Dead weitergucken. Aber das wird mir verwehrt. So, lieber Yirtas. Du machst doch jetzt einen kleinen Andeuter, oder? Ja, es geht nicht. Tut mir leid, aber ich muss einen anderen Weg finden. Nur darüber hüpfen geht nicht. Okay, das geht auch nicht. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie niedrig soll ich bitte? Weil das ist extrem eklig wegen den Hitboxen von den guten Ranken und allgemein von den ganzen Objekten sind die Hitboxen sehr doof gesetzt. Ja. Wow. Wow, da war ich jetzt echt mal so niedrig wie möglich. Ja, schon wieder zu hoch. So langsam wäre es angebracht, glaube ich, wenn es hierzu auch schon so ein 100% Dingen gäbe. So, wir probieren es jetzt mal mit der Höhe. Weil die Höhe war an sich, wenn ich das richtig gesehen hatte, eigentlich ganz in Ordnung. Ja. So, warum ich jetzt hier nicht mehr rausschneide, ist folgender Grund. Wenn ich leide, könnt ihr auch leiden. Und so habt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Commentary von mir. Weil wenn ich die ganze Zeit nur rausschneide, habt ihr zwar die witzigsten Momente. Witzig. Ja, die Momente, wo ich rede. Und was schaffe. Aber so... Habt ihr länger was zu sehen und länger meine Stimme zu hören? Ist doch auch toll, oder? Nein, ist es nicht. Aber da bist du jetzt durch. Boah. So, Yirtas, du bist jetzt, glaube ich, direkt los, oder? Ja, wärst du. Okay. Yirtas, wir wären keine Freunde. Am meisten Angst habe ich ja jetzt gerade eigentlich nur noch vor Badland. Was muss ich mit Badland Tolles machen? Na gut, Menschen transportieren wie immer. So, aber wie ihr gemerkt habt, schneide ich hier wenigstens zwischendurch schon mal immer ein bisschen die Wartezeiten raus. Wenn ich gerade mal nix sage, müsst ihr euch auch nicht antun. Wenn ihr leiden sollt, dann durch mein Commentary. Okay, niedriger geht gar nicht mehr. Ganz ehrlich, jetzt mal. Ey, da komme ich doch niemals mit Marvin entlang. Sind wir mal... Rein realistisch gesehen komme ich mit Marvin da doch nicht lang. Ja, guck mal. Ich finde es auch schon mal sehr interessant, dass ich jetzt mit Yirtas da lang gekommen bin. Das war ja auch etwas, was ich als unmöglich abgestempelt habe. Halt hier stehen bleiben, wegen Blöcke. So, dann gucken wir mal, was das jetzt wird. Erster Versuch wird hundertprozentig fehlschlagen. Von daher habe ich jetzt nicht mal
so große Hoffnungen. Die Frage, die sich mir auch noch stellt, ist, wie ich jetzt da dann lang kommen soll, ohne getroffen zu werden. Ja, dachte ich mir. Wir sehen uns gleich nochmal. Kleiner Verbesserungsvorschlag, bitte lasst es doch mit einer weiteren Taste noch schneller spulen. Oder wenn man doppelt drückt, dass es dann doppelt so schnell spult. Wäre extrem cool, danke. So, wie ihr bestimmt gesehen habt, haben wir Jitters ein bisschen verändert. Ob es was bringt, müssen wir jetzt sehen. Wow, 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 Bug ausgenutzt. Scheiß drauf. Da scheiße ich sowas von gerne drauf. Nein. Und natürlich verbuggen wir uns mal wieder. Mhm. Sehr interessant. Wie schön man doch sich hier durch die Welt buggen kann. Was passiert hier gerade? Ich bin irgendwo. Leute, ich bin der Meister in Bugs finden. Liebe Spieleentwickler, was habe ich hier bitte gemacht? Dankeschön für die Antwort. So, schauen wir mal zurück. Da wäre es schon wieder fast passiert. Achso, das ist es dann schon, was wir mit ihm machen. Ja, toll. Ne? Moment. Nein, das ist dumm. Nochmal. Wir fliegen mal hier ein bisschen, damit man auch wirklich eine Chance hat. So. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Hinten ist Levelende. Und wisst ihr, was ich mich gerade frage? Oh. Oh. Okay. Nochmal. Nein. Moment mal, was? Ich habe ja irgendwie die Befürchtung, dass ich damit nach oben muss. Aber irgendwie auch nicht. Moment, hä? Was soll ich denn jetzt hier bitte... Ey, du hast dich doch gerade ganz kurz festgehalten. Ich muss doch bestimmt mit ihm da hoch... Nein, nicht. Aus. Wir machen auch Badland nochmal. Kommt. Nein. Nein, da. Nein. Nochmal. Zwei. Drei. Wow, ich bin der Meister in allem. So. Eins, zwei, drei, hopp, 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 hopp. So, da wird jetzt bestimmt dann nicht mitgekommen sein. Moment mal, was? Da ist noch irgendwie hinten bestimmt ein Secret. Oh, wie geil. Ja, das können wir jetzt vergessen. Genauso wie ich glaube, dass wir Marvin jetzt nicht nach oben kriegen. Ups. 3. So, du fliegst uns jetzt besser da hoch. Moment, hä? 1, 2, 3. Los.
Ah. Okay. Nein. Ich habe eine Idee. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. So. Marvin. Ja. So. 1, 2, 3. Los. So, jetzt hat er nämlich das gute Stück. Und macht das hier auf. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch zurück zu Marvin wechseln. Und werden jetzt hier hochgetragen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. So, perfekt. Geschafft. Wow. Schlimmste Level ever. Dann kommt jetzt wenigstens der Boss. So, jetzt würde der Boss kommen. Ist das nicht toll? Aber wenn ich schon wieder sehe, dass wir da schon wieder mit einspielen, habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Den nehme ich mir für was später auf. Wir müssen ja sowieso noch hier vorher da noch eins. Oh, es gibt nur ein alternatives Level. Okay. Sehr interessant. Gut, sollte jetzt aber auf jeden Fall reichen. Ah, perfekt. Jetzt kann ich nochmal gucken. Wo ich jetzt nicht... Ah, da war das. Was? Welches Level war denn das? Das will ich nochmal ganz kurz gucken. War das so schlimm? Hä? Nee, ich glaube, ich musste erst in die Mitte. Okay. Oh, ich verstehe, wieso ich es nicht bekommen habe. Halt, Moment, nochmal. Das machen wir jetzt noch schnell. Was? Hä? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Hier ist es falsch. Wir hüpfen. So. Wir machen so. Wir hüpfen hier. So und machen so. Okay. Gehen mit ihm hier hin. Gehen vielleicht auch mal nach hier hinten. Das war es. Boah, war das dumm. Also von mir. War schön versteckt, klar, aber es war einfach nur dumm von mir. Oh Gott. So, jetzt haben wir auch das geschafft. All Medals Runner. Perfekt. So, dann gucken wir doch mal ganz kurz noch in den Medaillenraum, ob sich jetzt hier was getan hat beim Runner. Würde mich ja freuen. Schade. Hätte mich gefreut, wenn ich jetzt hier irgendwie noch eine übelst coole Belohnung kriege dafür. Schade eigentlich. Aber wie wir sehen, habe ich an sich eigentlich sehr viele Medaillen mitgenommen. Schön. Ich kann auch hier zurückspulen. Gut, war jetzt auf jeden Fall eine etwas sehr lange Folge. Ich hoffe, ich habe jetzt auch jeden Schnitt drin. Ansonsten tut es mir leid, wenn ihr jetzt da irgendwo mal einen Schnitt nicht mit drin habt. Es tut mir leid, schon wieder sagen zu müssen, aber Dankeschön, dass ihr es ausgehalten habt. Vielleicht konnte ich den einen oder anderen helfen, jetzt das Level zu packen. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Und dann würde ich sagen, morgen kommt mal keine Folge. Ich brauche jetzt erstmal wieder einen Tag Ruhe. Ich kann jetzt auch nicht versprechen, wann die nächste Folge kommt. Die nächste Folge wird auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein bisschen länger. Wird ein bisschen länger, weil wir einerseits dieses eine alternative Level noch machen und den Bosskampf dann. Also die nächste Folge könnte dann schon die letzte Folge sein. Ja. Gut, Leute.
ihr werdet sehen, wenn die Folge kommt. Ich hoffe, ihr erwartet sie. Ich bin jetzt das Video schneiden, beziehungsweise die Videos schneiden und dann Walking Dead gucken. Bis dann, Leute. Tschüss.